Nächstes Spiel, jetzt DFB-Pokal gegen Energie Cottbus, also K.O.-Phase. Verlieren ist man raus, gewinnen darf man weiterspielen. Wir fangen direkt an. Letztes Spiel 1-0 gegen Gladbach gewonnen durch das Tor von Franck Ribéry. Wir spielen in Rot, Energie in Weiß und dann geht's auch gleich los. Bei Energie ist Radu gesperrt, bei uns ist keiner gesperrt. Wir sind mit der Supermannschaft da, außer dass Müller nicht da ist. Aber das hat ja schon ganz okay geklappt im ersten Spiel. Allianz Arena, DFB-Pokal, ziemlich spät abends wahrscheinlich, Viertel nach acht oder so. Es schneit in München. Rot gegen Weiß, Bayern gegen Cottbus. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir an die gute Leistung, ja gut, war jetzt ist nicht ganz so, aber an die zufriedenstellende Leistung gegen Gladbach anknüpfen können. Vielleicht wieder so ein Franck Ribéry-Tor, auch wenn es eher so gestochert war, aber ich brauche keine Traumtore. Gomez auf Groß, das sieht doch schon gut aus. Groß! 1-0! Vierte Minute. Das war richtig gut, der Ball perfekt eingelocht von Toni Groß. 4 Minuten, 1-0, so gefällt mir das. Weiterspielen, jetzt nicht aufhören. Foul durch Groß jetzt. Schon lasse ich Groß etwas offensiver spielen, seit dem vorletzten Spieltag. Und schon bringt er hier klasse Leistungen, auch im letzten Spiel gegen Gladbach. Gomez, ja, da muss sich einer anbieten. So jemand zum Beispiel, Arjen Robben. Der hängt seinen Abwehrspieler ab, Arjen Robben. Arjen Robben, 2-0, 9. Minute, was denn hier los? Perfekt, auch unten in der Ecke eingelocht. Zwar nicht ganz so wie das Tor von Groß, aber ähnlich. Da schießt mir in den letzten, glaube ich, 4 Spielen ein Tor. Und jetzt in gut 10 Minuten direkt mal 2. So verrückt kann FIFA sein. Oder hat das jetzt wirklich damit zu tun, dass Energie Cottbus, sag mal, in der Stärke so also schwächer ist als Bayern? Hat das damit jetzt wirklich was zu tun? Langer Ball auf Groß. Gomez, 3-0. Das Spiel ist für mich gelaufen. 15 Minuten rum. Und es steht 3-0. Oh Gott, was ist hier passiert? Ich habe nichts umgestellt. Das möchte ich nur noch mal betonen. Nichts umgestellt. Der ist gegen mich gesprungen. Ah, ich hatte jetzt eigentlich nichts gemacht. Es ist immer noch Profi. Warum es jetzt auf einmal so lustig wird, weiß ich auch nicht. Neuer fängt den ersten Ball souverän. Dumm. Dumm. Los. Schalke führt gegen Kaiserslautern. 1-0 gegen Kaiserslautern haben wir am zweiten Spieltag dieses 6-1 abgefeuert. Nachdem Kaiserslautern dadurch auf den letzten Tabellenplatz gerutscht war. Ribéry, da muss jetzt nur noch einer mitlaufen. Ah, den hätten wir anders lösen können. Mainz liegt zurück in Hamburg, 1-0. Also was wir gegen Mainz da veranstaltet haben, weiß ich echt nicht. Alle gewinnen gegen Mainz, nur wir nicht. Foul, wir haben irgendeinen wohl gefoult mal wieder. 1860 liegt gegen Ingolstadt zurück. Das ist ja schon eine kleine Überraschung. 1860 München, unsere Stadion. Cool. LOL. Habt ihr es gerade gesehen? Da stand Heimspiel 1860, aber die haben ihre Heimspiele doch im selben Stadion wie wir. LOL, 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 LOL. Das ist doch extra immer so angesetzt, dass wenn Bayern Heimspiele hat, 60 Auswärtsspiele hat. Naja, ich weiß ja nicht. Ach, das war auf jeden Fall wieder eine gute Chance. Diesmal wieder von Groß. Halbe Stunde rum, 3 Tore. Ich bin jetzt schon wieder zufrieden. Aber ich will natürlich jetzt nicht die ganzen 60 restlichen Minuten hier einfach so wegschmeißen. Da kann man natürlich einfach mal weiterspielen, mal Sachen ausprobieren.
Gomez natürlich gefoult. Was denn sonst? Zum Beispiel Freistöße, die man mal üben kann. Ah, in die Mauer geschossen. Naja, zumindest eine Ecke. Ribéry. Oh, Badstuber komplett frei. Und dann an so ein Mikrofon, was neben dem Tor steht. Hertha führt gegen Union Berlin. Ja, das ist normal. Das Berliner Duell quasi. Lol, warum geht keiner dran? Neuer, der stand schon etwas weiter vom Tor. So muss ein Torwart spielen, mitdenken quasi. Gomez, da den hätte er sehr gern gehabt, den Ball. Jetzt hat auch Union schon da den Ausgleich geschossen. Ich überlege in der zweiten Halbzeit Leuten wie Alaba mal eine Chance zu geben. Dann können die auch mal DFB-Pokal spielen. Haben sie zwar natürlich schon beim FC Bayern, aber warum nicht auch im Let's Play machen? Ach, verdammt. Das war wieder so ein typischer Fehlpass. Jetzt Ribéry. Der ist komplett rot in seiner Anzeige. Gomez, Innenpfosten. Das war richtig knapp. Da wäre fast das 4-0 gefallen, aber der Innenpfosten verhindert es. Kroos jetzt. Aber jetzt müsste auch gleich wieder Halbzeit sein. Jawohl, so ist es. 3-0. Ich lasse euch eben die Ergebnisse der anderen Partien gucken, damit ich mal eben einen Schluck trinken kann. So, jetzt geht's auch weiter. Brauchen wir ja hier nicht zu viel Zeit vertrödeln. 3-0, das gefällt. Oh, das war aber jetzt wieder ein dummer Fehlpass. Ribéry am Ball. Ah, der verliert den Ball. Jetzt Jula gegen Badstuber. Lol. Ach, Freistoß. Schau am Ball, der hat sehr viel Anlauf genommen. Wird er drauf schießen? Ja, wird er, aber deutlich übers Tor. Lololol. Ich dachte gerade, das wäre schief gegangen. Manuel Neuer, der macht seinen eigenen Fehler wieder weg mit einer klasse Parade. Lol. 3-0 Stuttgart gegen Paderborn. Jetzt Gomez durch. Gomez, aber die Parade von... Wie heißt der Torwart? Keine Ahnung. War richtig gut. Ribéry mit der Ecke. Schweinsteiger. Kroos mit dem Kopfball. Kirschbaum heißt der, genau. Kroos mit dem Kopfball, aber genau in die Arme. Bremen für 2-0 gegen Duisburg. Ist jetzt nicht so ganz überraschend. Ball auf Kroos. Toni Kroos. Aber der bleibt auch am Torwart hängen. Das ist wieder unsere schlechte Chancenverwertung. Ja, mir fehlte das Wort gerade. Robben, aber der verliert den Ball. Der hat ja auch schon das, der hat das 2-0, glaube ich, geschossen. Wenn mich nicht alles täuscht. Der Ball muss wieder nach vorne. Robben jetzt am Ball. Da hätte ich querlegen können, aber ich wollte einfach mal nochmal drauf zimmern. So. Toni Kroos, der Ball konnte nicht ankommen. 3-0 Schalke gegen Kaiserslautern. Für Kaiserslautern ist der DFB-Pokal damit wahrscheinlich auch zu Ende. Ui. Das war ein grober Fehlpass von Badstuber. Was der da weit, so weit vorne macht, weiß ich allerdings auch nicht. Lol. Oh, Gomez. Pressschlag. Was ist das denn? Ach, für uns. Das war ein Foul des Cottbusers. Und Cottbus wechselt jetzt aus. Wahrscheinlich nur noch, um jungen Spielern eine Chance zu geben. Ja, zum Beispiel Reimerink. So, jetzt Timofczuk. Aber der Torwart fängt den Ball. Das wäre auch... höchst kurios gewesen, wenn so ein Ball reingeht. Dann hätte ich nichts mehr ausgespielt. Dann hätte ich nur noch draufgezimmert, einfach immer. Guter Ball auf Schweinsteiger.
Und der Zimmer drauf und der Torwart pariert den Ball zur Ecke. Ribéry. Lol. Was eine kuriose Szene. Stuttgart führt 5-1 gegen Paderborn. Das ist schon ein ziemlich erkannter Sieg. Lol, was macht Gomez? Gomez rollt den Gegner um. Boah, komm schon. 80. Minute. Wir haben nach dem 3-0 kein Tor mehr gemacht. Zwar noch jede Menge Torschancen gehabt, aber wieder alles versemmelt. Wertball. Ach, abseits. Jetzt Cottbus wieder mit einem Wechsel. Wird jetzt wieder ein junger Spieler kommen. Krona Vater, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ist klar, in dem Spiel brennt nichts mehr an. Da müsste ich ja jetzt schon Eigentor schießen. Finde ich gut. Oh Mann, wenn so ein Ball dann mal auch ankommt, ey. Badstuber. Jetzt wieder bei Jula. Und Badstuber wieder der Sieger. Aber wieder mit einem Fehlpass. Das ist dann auch nicht gut. Lol, 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 lol. Jetzt kein Tor. Neuer. Der macht eine klasse Arbeit beim FC Bayern. Lol, der muss abseits sein. Ist er. Perfekt. Komm, weiter mit. Warum sollten wir jetzt hier kurz spielen? Robben. Robben. Und das war ein Strich aller Arjen Robben. 4:0, 90. Minute. Damit Robben im Doppelpack. Das wird den Holländer freuen. Und ich will das Tor nochmal sehen. Holla, der Ball war nur knapp am Torwart vorbei, aber so stark geschossen. 4-0, das lässt sich sehen. Ja, da sagt der Stadionsprecher auch nochmal mit der Nummer 10, Arjen Robben. Die Nummer 10 hat er auch verdient. Neuer, und er lässt gar nichts anbrennen. Wieder super gehalten. Jawohl, und das Spiel ist aus. Wir sind qualifiziert für die nächste Hälfte. Robben, Robben, Kroos und Gomez, die Torschützen. Das Spiel war quasi schon nach 15 Minuten entschieden. So, und mit diesem Sieg verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.